Die Arbeitswelt befindet sich im ständigen Wandel. Wir haben mit Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident Markus Wieser ein Gespräch geführt, um zu erfahren, wie sich die Arbeiterkammer auf die Veränderungen einstellt. Herr Präsident, Änderungen in der Arbeitswelt bedeuten auch Änderungen bei der Facharbeit. Wie sieht es gegenwärtig mit der Facharbeit aus? Das ist ein Punkt, der uns ja schon lange Zeit beschäftigt. Und ich habe mal vor kurzem einmal die Aufgabe gestellt, ja, wie sieht es eigentlich in den letzten, und ich blicke wirklich weit zurück, die letzten 40 Jahre aus. Und das ist eine traurige Bilanz. Wenn man rechnet, im Jahr 1980 waren noch über 200.000 Lehrlinge in Österreich. Jetzt, 20 Jahre später, auf 20, stellen wir fest, dass wir knapp nur mehr bei rund 100.000 sind. Und auf der anderen Seite sehen wir den enormen Zuspruch und den Zulauf für die allgemeinbildende höhere Schule und für die berufsbildende höhere Schule. Das heißt, da sprechen wir von 60-70% Zugang, die in der dualen Berufsausbildung fehlen. Und es gibt ja keine Branche, nicht nur jetzt durch die Pandemie vor allem auch ausgelöst, wo jeder diskutiert, sondern auch früher schon, wo es nicht um Fachkräfte geht, wo es nicht darum geht, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Und leider ist es so, dass sich viele auch von der guten Lehrausbildung verabschiedet haben. Und die Beispiele liegen auf der Hand. Die Betriebe, die immer auf eine Lehrausbildung gesetzt haben, sind die Betriebe, die auch fast kein Problem oder sagen wir weniger Probleme mit Fachkräften haben, als wir die, die noch nie in eine Lehrausbildung gesetzt haben. Das Wichtigste ist aber, junge Menschen zu motivieren und zu zeigen, dass es zu der weiterführenden Schule, die ja meistens in der Schule propagiert wird, aber auch von den Eltern, von den Mitschülern in den Vordergrund gestellt wird, den jungen Menschen zu zeigen, wie toll eigentlich eine Lehrausbildung wäre. Und das ist genau die Aufgabe, mehr im Bereich der Berufsorientierung zu investieren. Und darum sind wir auch gemeinsam als Sozialpartner in Niederösterreich bemüht, im Bereich der Berufsorientierung und der dualen Berufsausbildung sehr, sehr viel zu tun. Ja? Wir gestalten zum Beispiel gemeinsam eine Messe Berufe zum Angreifen. Was bedeutet das? Wir gehen schon in die Volksschule, in die vierte Klasse Volksschule, in den ersten beiden Klassen Mittelschule, um den jungen Menschen zwischen 10 und 12 zu zeigen, dass es neben der Schule auch noch ganz was Tolles gibt. Wir haben Berufsorientierung, wo wir einen Lehrgang in Niederösterreich, ja, einen Masterlehrgang bereits das fünfte Mal durchführen. Das gibt es in ganz Österreich nicht. Wir schicken Jugendliche zu 140 Personen international auf Erfahrungsaustausch. Das gibt es ebenfalls in ganz Österreich nicht. Also wir bemühen uns hier wirklich zu zeigen. Und meine Leidenschaft ist immer auch zu sagen, es ist ja keine Einbahn. Es geht durch unsere gemeinsamen Bemühungen auch in die Richtung, dass ich eine Durchlässigkeit von der Lehre in die weiterführende schulische Ausbildung habe. Vor einigen Jahrzehnten war es noch umgekehrt. Das ist alles von der Schule angerechnet worden auf den Lehrberuf. Wenn ich von Lehrberuf gekommen bin, bin ich angestanden. Da habe ich eben, wie gesagt, diese Barrieren vorgefunden. Die gibt es nicht mehr. Und mein Zugang wäre, den jungen Menschen zu sagen, mach eine Lehrausbildung, mach eine Facharbeiterausbildung. Du hast einen Lehrabschluss mit 19, 20 Jahren. Du hast ein sicheres Einkommen aufgrund deiner beruflichen Ausbildung, weil der Kollektivvertrag dir das regelt. Und wenn du dann noch möchtest, dir weiteres Wissen anzueignen im Bereich einer weiterführenden schulischen Ausbildung, dann hast du auch die Durchlässigkeit. Aber du hast schon etwas Bestehendes und kommst dann nach 10 Jahren Schule drauf. Das ist nichts für dich. Du hast zwar eine Matura, aber du hast außer der Matura nichts. Und diese Welt in die andere Richtung, die müssten wir mehr, und wir machen es, aber Sie haben völlig recht, die Eltern und die Lehrkräfte sind natürlich auch in diese Richtung mehr auf Schule, und wir wollen hier, dass beides die gleiche Chance bekommt. Es gibt ein Schlagwort in der AK, das heißt Versorgungssicherheit. Was verbirgt sich aus Ihrer Sicht hinter diesem Schlagwort? Versorgungssicherheit ist das dritte V von unseren drei Vs, die wir haben in unserem Memorandum schon 2019 eigentlich verabschiedet, wo es darum geht, um die Veränderung der Arbeitswelt, die wir ja kurz angesprochen haben, die Frage der Verteilung, eine ganz wesentliche, weil irgendwann muss ja das Ganze auch bezahlt werden. Also wer leistet welchen Beitrag in unser Sozialsystem? Ich sage ganz bewusst, dass der Sozialstaat funktioniert in unser Solidarsystem. Solidarität heißt ja von allen Seiten dementsprechend die Abgaben zu leisten. Ja, und das dritte V, die Versorgungssicherheit, hat uns ja Corona gezeigt. Im März 2020,
wie der Virus gekommen ist, was wir alles nicht haben. Wir haben nicht einmal für die Medizin Schutzausrüstung gehabt. Wir haben damals noch keine Masken gehabt. Das war im Bereich der Medizin. Dann war der Import-Export-Stopp. Wir haben gesehen, was haben wir alles nicht verfügbar in unserer Republik. Nicht einmal Europa hat über gewisse Produkte verfügt, weil alles durch diese internationale Globalisierung, ich sage bewusst, wo natürlich die Gewinnmaximierung ganz, ganz im Vordergrund gestanden ist, haben wir gesehen, wenn es so macht, steht die Welt und wir bekommen nichts. Also wäre es vernünftig, gerade jetzt auch in der Diskussion der Energieversorgung, es geht um die kritische Infrastruktur, es geht ja um die Spitäler, um die Gesundheit, es geht um die Energie, es geht um Wasser, es geht um Strom, es geht auch um andere Betriebsmittel bis hin zum Gas, wo wir sehen, wie abhängig wir sind, hier nicht die Zeit verstreichen zu lassen, so mit der Hoffnung, es wird schon wieder irgendwie gut werden. Nein, wir müssen schauen, welche Produktionsbereiche können wir, ich sage es bewusst, nach Europa bringen, nach Österreich bringen. Und mir wäre ganz wichtig und gut, wenn diese Betriebe sich in Niederösterreich ansiedeln würden, die in der kritischen Infrastruktur hier ihre Produktionsbereiche aufschlagen. Das bringt Versorgungssicherheit und Arbeitsplätze in Niederösterreich.